Morgen draußen. Ich möchte heute ein Video machen zu dem Thema die Kryptowährungsblase. Ich denke mal, jeder hat mittlerweile mitbekommen, was ein Bitcoin ist. Die Medien haben ja massiv, sage ich jetzt mal, seit Anfang des Jahres hier Nachrichten gestreut. Die Idee, sage ich jetzt mal, die hinter diesen Kryptowährungen steckt, ist eigentlich sehr vorteilhaft. Das heißt, dass man sich ja unabhängig macht von Banken und von Notenbanken, ein System installiert, welches den Menschen ermöglicht, zum Teil sage ich jetzt mal anonym, zu kaufen und zu verkaufen, unabhängig von den Währungen als solches. Wie die Technologie dahinter funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich bis heute noch nicht verstanden, weil einfach ich ein Mensch bin, der nicht so wirklich was übrig hat für Technik oder Technologie. Das ist mir teilweise, ja, einfach, ist nicht das meine. Aber so alles, was ich in den letzten Jahren darüber gelesen habe, hört sich das schon alles sehr interessant an und wird doch mit Sicherheit alles Hand und Fuß haben. Aber Fakt ist eines, wenn wir uns die Kursentwicklung angucken, und ich werde unten in der Videobeschreibung einen Chart mit einfügen, dann ist sehr auffällig, dass seit Januar diesen Jahres der Bitcoin und auch die anderen Kryptowährungen massive Zuwächse zu verzeichnen haben. Und ich bin der Überzeugung, dass hier, sage ich jetzt mal, die Heuschrecken, sprich die Finanzwelt, diese Kryptowährung für sich entdeckt haben, um hier auf die Schnelle Renditen zu erwirtschaften für ihre Kunden oder eben dementsprechend auch für sich selbst. Und dies kann oder war mit Sicherheit nicht Sinn und Zweck der Kryptowährung, als man ja vor vielen Jahren dran ging, das ins Leben zu rufen. Somit kann man sagen, dass die Finanzwelt hier die Kryptowährung für sich gekapert hat und der eigentliche Sinn, der dahinter steckt, mittlerweile verloren gegangen ist. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir in Kürze einen Crash der Kryptowährungen erleben werden, weil einfach, wie gesagt, die Großinvestoren sich bei einem gewissen Kurs wohl zurückziehen werden. Wenn auch dementsprechend viele Kleinanleger, die jetzt durch die Medien aufmerksam geworden sind, hier finanziell engagiert sind. Das heißt, wenn heute jemand, der aktuelle Kurs, glaube ich, bei knapp 4.100 Dollar in Bitcoins investiert, dann ist das ein Haufen Kohle. Und wenn es so eintrifft, wie ich vermute, dass hier ein Rückzug der Großinvestoren stattfinden wird, dann wird der Kurs natürlich, wie gesagt, nach unten rauschen, entweder sukzessive oder mit einmal, je nachdem, wie halt die Gelder herausgezogen werden. Und dann ist es natürlich so wie an der Börse, dass der Kleinanleger letztendlich mit Verlust oder mit einem dicken Minus herausgeht oder mit einem Totalverlust, das kann natürlich auch entstehen. Und man sollte sich vor Augen führen, dass, glaube ich, im Dezember 2013 es ca. 12 Millionen Bitcoins gab. Und wenn wir davon ausgehen, dass im Jahr ca. 1,4, 1,5 Millionen geschürft werden, dann ist im Dezember 2019 eigentlich Schluss, weil es soll ja nur 21 Millionen Bitcoins geschürft werden. Und wenn man dem gegenüber aber die Ankündigung Russlands sieht, dass Russland als größter Schürfer auftreten möchte im Bitcoin-Bereich, dann muss man sagen, wie soll das funktionieren, wenn Dezember 2019 ungefähr circa Schluss ist mit der Schürferei, dann wir haben jetzt zum fast Ende, sage ich jetzt mal, oder über die Mitte 2017, da bleiben noch anderthalb Jahre. Entweder, wie gesagt, schürft man mehr Bitcoins als eigentlich ursprünglich veranschlagt, wie auch immer. Also das Ganze ist ein bisschen sehr undurchsichtig und sollte man, wie gesagt, wirklich beobachten. Ich für meinen Teil sage jetzt mal, die Idee dahinter ist wirklich top, abseits der Banken und der Notenbanken, und etwas zu schaffen, was den normalen Menschen etwas an der Hand gibt. Aber wie gesagt, wenn das von diesen Heuschrecken und Großfinanzinvestoren für sich in Anspruch genommen wird, sprich gekapert wird, dann ist einfach, wie gesagt, der Sinn dahinter völlig verloren gegangen. Und das wird letztendlich ein Investment sein, wie alle anderen. Man sieht ja wieder, dass es CFDs und glaub, ETFs mittlerweile auf Bitcoin gibt. Also reines Spekulationsobjekt in meinen Augen. Hier verdienen sich einige eine goldene Nase. Und
Ja, man wird halt sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Vielleicht ist es eine natürliche Entwicklung, die den Bitcoin irgendwann auf 100, 500.000 treiben wird. Keine Ahnung. Aber momentan sehe ich einfach hier zu viel Spekulation drin, zu viel künstliches Aufgeblase. Und das wird irgendwann, wie gesagt, zur Normalität zurückkommen. Und dann sehen wir, denke ich mal, wieder ganz, ganz andere Kurse, die dann natürlich, wie gesagt, unter Umständen einen Einstieg rechtfertigen. Aber jetzt muss ich sagen, ist das Ganze extrem überhitzt in meinen Augen. Macht euch dazu eure eigenen Gedanken. Vielleicht sehe ich es ja falsch. Ich denke mal, viele Enthusiasten, die im Bitcoin sind, die von Anfang an dabei waren, haben ja mit Sicherheit ganz andere Sichtweisen. Und ja. Befasst euch damit. Wie gesagt, ich tue da unten was in die Videobeschreibung rein und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann.